Das habe ich mir schon so gedacht mit den Folien. Ich habe gar keine mitgebracht. Ich wollte so eine Rede halten. Also das hieß Hero's Journey. Also ein Roman. Das ist ja blöd. Also praktisch, die Leute wollen jetzt, dass ich mein Leben so nachstelle, dass ich dann ein Held geworden bin. Also dass das nach dem Campbell so funktioniert, das ist bei mir nicht so. Ich versuche immer noch, den Helden zu spielen. Ich probiere mal. Also ich werde jetzt nicht sagen, was ich irgendwie alles gewonnen oder verloren oder so habe. Sondern irgendwie, wie aus dem kleinen Gunther doch noch was Anständiges geworden ist. Und ich habe immer Rufe gehört. Also praktisch, die waren relativ unscheinbar und die gebe ich jetzt einfach mal weiter. Also nur meine, ganz viele. So, weiß nicht, habe ich aufgeschrieben, 10. Also, wo ich irgendeine Macke hatte und dann hat mir einer was dazu gesagt. Man muss das natürlich hören. Also, das können die meisten nicht. Das ist vielleicht meine Begabung, ich höre das. Da gibt es in der Schlossanlage von Schwetzing, also wo der Spargel herkommt, also der Beste da bei uns. Ja, ich weiß, dass es nicht wahr ist. Hier in Köln gibt es irgendwie anderen Besten und in Berlin. Belitzer, okay, also aber der Beste kommt aus Schwetzing. Und da ist so eine ganz große Schlossanlage und da ist eine Moschee drin. So. Und da steht so ein Spruch drin, da stehe ich immer davor, mit TH wird das geschrieben, der Tor hält Rat für Feindschaft. Also wenn Sie so in dem, also verstehen Sie, ich sage Ihnen, das war aber Mist. Und dann sagen sie, pass auf, das war deshalb, weil und du bist blöd. Wenn sie so reagieren, also jedes Mal ab heute, wenn sie irgendwie so reagieren, schon verloren. Also sie haben ein ganz düsteres Leben, weil, verstehen Sie, weil sie normalerweise irgendwelche so Fehler haben und dann kommen die Leute und sagen, das war falsch und dann rechtfertigen sie sich und das bringt nichts. Also dann gehen Sie bitte in die Moschee, gucken Sie sich den Spruch oben in der Kuppel. Der Tor hält Rat. Und man, wie gesagt, wenn einem Leute was sagen, muss man das hören. Also es gibt ganz wenige Punkte im Leben, das habe ich mitgekriegt, wo man so Feedback kriegen kann. Und ich habe dann auch gelernt, so, wo ich älter geworden bin, dann einfach auch mal Feedback zu geben. Und man muss nur manchmal Leuten sagen, hey, du bist zu größeren Berufen. Und dann sagen sie, das wusste ich nicht. Und dann sage ich, ja, aber los. So, und sowas ist mit mir auch passiert, das will ich einfach mal erzählen. Also ich sage nur, wie das geendet hat, was ich dann gemacht habe. Wir haben so einen total tollen Mitarbeiter, war da, der war nicht genau in meiner Abteilung, dann muss ich so von so über Kreuzabteilung kurz sagen, ob ich den gut finde. Dann sage ich, den finde ich toll. Und dann hat der Manager gesagt, ich muss für die Akten irgendwas Sinnvolles dazu schreiben. Nicht einfach toll, sondern... Da habe ich geschrieben, also ich kann es lauter, ich krieg's nicht mehr so hin, müsste ich wieder eine halbe Stunde dichten. Ich habe es so in Jammen geschrieben, also richtig schön. So. Also es klingt ungefähr so. Das ist ein ganz toller Mitarbeiter, sehr zielgerichtet und seine Hauptbegabung ist, genau sein Ziel, 100 Meter Entfernung von sich zu sehen, und er geht genau drauf zu und erreicht es. Und seine Hauptschwäche ist, dass er ein Ziel sieht, 100 Meter, ganz genau und geht da drauf zu. Und dann Komma, und jetzt kommt dieses Dichterische. Und weil er immer das Ziel vor Augen hat, das er auch immer erreicht, wird er nie in die Sterne gucken und nach ihnen greifen. Das fand IBM-Personal irgendwie komisch. Der Manager war außerstande, das zu erklären. Also er musste dann das Feedback dem Mitarbeiter erklären. Und dann haben sie den zu mir ins Büro geschickt. Ich soll das lieber selber erklären, was ich da verbrochen habe. Und dann muss man ihm sagen, greif doch mal nach dem Stern. Und dann hat er gesagt, okay, verstehe ich. Verstehen Sie, mehr muss man mit den Menschen nicht machen. Und ich sage ein paar Sachen, was mit mir gemacht worden ist. Man muss diesen Menschen da, das sind so 5, 6, 7, 10 Begegnungen,
Die haben irgendwie was mit mir gemacht. Also ich erzähle jetzt nicht, was ich dann da Tolles gemacht habe und befördert werde. Das können Sie in Wikipedia, das ist immer falsch, aber auf meiner Homepage nachlesen. Und das soll nicht Thema sein jetzt, ja? Also ich bin der kleine Gunther gewesen. Da ist jetzt, also wenn man Edwald Dück oder Dück irgendwas bei von der RP13, Republika 13, anguckt, da ist ein Foto drin bei Twitter. Nur so, also von unten so die Füße. Da hatte ich braune Schuhe an bei der Republika. Die haben noch dickere Sohle als die so. Und da steht, der ist so klein trotzdem. Ja, und dann, das ist ein Problem. Also ich bin 1,69, so klein wie der kleine Littbarski oder so. Oder ja, solche Lahm oder ich weiß nicht, sie sind alle so klein. Und ja, und dann habe ich eine kieksige Stimme. Meine Mutter war da sehr freundlich und die hat gesagt, ach Kind, weil ich 17 war, wäre doch besser, du hättest irgendwann einen Stimmbruch gehabt. Und wärst 5 Zentimeter größer, so wird das schwierig, dass so eine Frau... Also. Und damit muss ich klarkommen. Ich habe auch mal, ich habe irgendwie so immer so inneres Herzweh gehabt über die Sinnlosigkeit der Welt und alle machen irgendwelchen Unsinn. Ich konnte auch nie irgendwelchen Leuten eine reinhauen, weil ich gedacht habe, das muss ihnen wehtun. Und ich hatte irgendwie so ein ganz zartes Gefühl, dass ich kein negatives Karma verbreite. Ja, das ist total schlimm. Also ich hab das jetzt aufgeklärt, was ich habe. Das ist nur eine halbe Krankheit. Das heißt high sensitive. Also ja, das ist heute so anerkanntes Symptom. Also die Tests sind auf meiner Homepage, können Sie machen. Also es gibt 0 bis 27 Punkte und ich habe 23, auch noch im hohen Alter. Und früher hätte ich, glaube ich, volle Punktzahl gehabt. Und dann gibt es noch einen Test, auch auf meiner Homepage, der heißt Autismus-Test, 0 bis 50 Punkte. Und da bin ich auch so, wo man so Asperger eigentlich hat. Also ich war wirklich ganz schüchterner Mensch. Ich habe mich so irgendwie nicht getraut, einer Frau in die Augen zu gucken. Ich dachte, die muss ich gleich heiraten. Also so, das ist so mein innerer Seelenzustand. Der kleine Gunther, so mit 17 Jahren, geht dann irgendwo in die große Welt. Und das, heute sagen sie, ich bin total introvertiert. Das sehen wir ja nie. Das ist aber so. Also ich kann wie Buddha wochenlang unterm Baum sitzen und nachdenken. Gut, also so, das ist die Ausgangslage. Also ich wollte einfach kein negatives Karma verbreiten. Das ist so eine Art Krankheit jetzt, glaube ich, oder so gewesen. Und wenn man jetzt Chief Technology Officer werden muss, also verstehen Sie, dann muss man irgendwie jetzt auch mal so das Messer ziehen können. Das konnte ich nicht. Ich habe mein ganzes Leben versucht, das ohne zu machen. Das ging auch. Und jetzt versuche ich, also das ist das Ende der Journey, kann ich, wenn ich meine 10 Minuten nicht, ich versuche das jetzt allen Leuten auch beizubringen. Das ist, okay, also zum Beispiel. Ich habe einen denkwürdigen Aufsatz geschrieben. Ich habe immer so 3 oder 4 geschrieben. So irgendwie in Deutsch, das war nicht so toll. Das liegt zum Teil daran, dass ich eine Klasse übersprungen habe, war Kurzschüler, ich habe mit 17 Abitur gemacht. Ich habe auch gedacht, ich verstehe das nicht, was wir da in Soziologie da von den 68ern alles interpretieren sollten. Heute weiß ich, das ist nicht mein Fehler, ich kann es immer noch nicht verstehen. Also war diese ganze Kauderwelsch mit den Fremdwörtern, da mussten wir den Sinn entdecken, das konnte ich heute noch nicht, wie gesagt. Und dann habe ich mich so hilflos gefühlt. Und dann mussten wir so eine Erörterung schreiben. Soll man im Theater Hamlet gucken oder im Film? Ist klar, was rauskommen muss. Also die Lehrerin will, dass man ins Theater geht. Das war klar. Und dann habe ich so richtig ein Essay geschrieben, so was ganz Wundervolles. Sir Laurence Olivier gibt den Namen. Und dann gucke ich den Fernseher an, dann kommt mein Vater vorbei, willst du Erdnüsse? Warum gucken? Ich meine, stimmt nicht, mein Vater hat gar nicht Fernsehen geguckt. Aber ich habe das so erfunden. Also so als richtige, total schöne Geschichte, dass meine Schwester will jetzt aber irgendwie Schlager gucken und das und dann zanken alle. Ich sage, Hamlet! Das, verstehen Sie? Und dann geht man ins Theater, Hildesheimer, Stadttheater, sehr durchschnittlich. Thank you.
roter Vorhang geht auf. Sie können sich den Aufsatz vorstellen. Ne? Ich meine, die Lehrerin hat drunter geschrieben, gut, plus das war die beste Note, die es überhaupt gab jemals. Das war in Deutsch, 1 war für Goethe vorbehalten, 2 plus war die, das, so war das damals. Und dann hat sie drunter geschrieben, wow. Und dann war das durchgestrichen, das habe ich noch fotografisch im Gedächtnis. Ich habe es nochmal durchgeguckt. Das ist keine Erörterung. Ich kaufe es, es ist in Ordnung, aber du hast nicht geschrieben, einerseits, andererseits. Ich, zum Schluss entscheide ich, ich will das, was die Lehrerin so will und so. Und es ist eine 4 geworden. Und dann habe ich immer 4 geschrieben. Also, verstehen Sie? Und dann habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, so Gänsehaut, ich glaube, ich bin Dichter. Aber, aber das weiß keiner. Und verstehen Sie, wenn man was auf Note 1 kann, ja, also super gut ist, dann verlangt der Formalismus des Lehrers, dass man es auf Note 3, also prozesskonform, schreibt. Und das konnte ich gar nicht. Und dann habe ich immer eine 4 gekriegt und ich balle jetzt immer die Frage. Guckt, hier, ja, so. Ja, dann habe ich Mathe studiert, weil ich das meinen Eltern nicht beibringen konnte. Da hatten wir ja vorhin schon mal so jemanden. Man muss ja Geld verdienen. Vater ist Bauer, kann ich nicht sagen, studiere Literatur oder so, ja, geht nicht. Gut, ich habe zufällig Mathe studiert, ich wollte unbedingt Statistik studieren. Das war so ein kleines Institut, Lotzestraße 32 in Göttingen. Und der Chef von dem Institut hat immer Kaffee gehabt. Und da durften alle Studenten einfach hingehen, so leben und Kaffee trinken. Das war toll. Und da waren die ganzen Wissenschaftler, und die haben immer zu diskutiert. Da waren welche, die haben sich immer angeschrien. Und dann haben wir so bei Forschung echt zugeguckt, live. Ab meinem 4. Semester habe ich da gewohnt, war immer da zum Kaffee trinken. Sie haben mich dann auch als Tutor genommen. Verstehen Sie, was das bringt? Also nur, dass ein Lehrstuhl dann haben wir nur immer Kaffee für alle hat. Hat so im Zeitschriftenraum vorne gehabt. Das war toll. Das hat ziemlich viel aus mir gemacht. Und einer von den Professoren hat mich dann eingestellt, nach Bielefeld mitgenommen. Der hat immer so Reden geführt wie diese, die haben mich auch stark beeinflusst. Siehst du, was für dösiges Zeug diese Leute alle in Masterthesis schreiben? Braucht die Gesellschaft das? Ist es 50.000 Euro wert, wenn ich dich als Assistent einstelle, dass du da so eine Doktorarbeit, würdest du das dafür bezahlen? Also wenn Sie haben vielleicht hier mal so eine Masterarbeit geschrieben, die hat den Staat irgendwie 30.000 gekostet, eine Doktorarbeit 100.000, Medizin 200.000, ja, ganz, würden Sie die kaufen? Sind Sie sicher? Und da hat er immer gesagt, bist du sicher? Willst du nicht mal die Welt erobern? Wirst du was Anständiges erforschen? Wirst du nicht so dieses Zeug? Wirst du dir immer vorstellen, dass wenn es fertig ist, die Menschheit Beifall klatscht und sagt, das haben wir gebraucht? Oder machst du hier Mist, wie alle anderen? Das machen wir hier nicht an diesem Lehrstuhl. Willst du Professor werden? Ja, habe ich gesagt. Weißt du, dass du berühmt werden musst? Ja. Guck mal, die anderen hier, die kriegen 4 Jahre für eine Doktorarbeit und dann machen sie 4 Jahre für eine Doktorarbeit. Wenn du Professor werden musst für die Habilitation, musst du 20 Doktorarbeiten haben. Wenn die erste 4 Jahre braucht, wie lange ist die zweite? 3 Jahre? Die nächste 2 Jahre? Wirst du dann mit 70 habilitieren? Wie willst du das machen? Du musst doch schneller die Arbeiten schreiben. 1 Jahr reicht. Hast du verstanden? 1 Jahr reicht, ja? Habe ich dann da so gestanden? Und er hat gesagt, weißt du, dass du auch eine berühmte Arbeit schreiben musst, um Professor zu werden? Nicht irgendwie so Anfängerkram? Ja, weiß ich schon, weiß ich. Und dann hat er gesagt, pass auf, die beste Idee ist, du fängst gleich mit einer berühmten an. Und das habe ich mir die ganze Zeit angehört. Immer zu nehmen, der war auch Weltmeister, man konnte nichts machen. Ich hatte die Gnade, Weltmeister zu sein und das hat Wirkung. Also wenn immer, woran denkst du nach? Ich sage über das und das Problem. Bringt das was? Kannst du im Prinzip den Nobelpreis gewinnen, wenn du das raus hast? Nein. Dann mach was Anständiges. Sag, guck mal, diese ganzen ungelösten Probleme, die sind aus den 50er Jahren. Wir haben inzwischen Computer. Und mit Computern kann man vielleicht ganz ungelöste Probleme einfach so erschlagen. Du musst nicht genau, nur mach was. Verstehen Sie, das war richtig. Ich habe dann auch Vorträge gehalten,
Und er hat gesagt, das muss man nicht machen, die Studenten, sieh zu, dass du berühmt wirst, verständlich, haben doch versucht, Vorlesungen zu halten. Dann saß ich einmal, hat einer grimmig geguckt, da war so ein russischer Moskauer Gastprofessor, der war ganz böse, guckte. Ich habe das so einen Seminarvortrag gehalten. Und dann sind alle raus und dann saß er da noch, immer noch böse. Ich sage, was haben Sie? Ist er aufgestanden? Ja, ich sage, was ist los? War ich so 28? Sagt er, zum Rausgehen, you are the born lecturer. Da habe ich so gestanden, was will er damit sagen? Mathe muss man ja nichts erklären, das muss ja auch unverständlich sein. Und so. Verstehen Sie, jetzt kann ich heute gute Reden halten. Das ist einfach der Punkt. Also das hat, einer hat mir das gesagt, also so nach den Sternen greifen. Und er hat das gesagt. Und da habe ich gesagt, wieso ist es so? Und darüber habe ich lange nachgedacht. Und dann habe ich angefangen, immer bessere Vorlesungen zu halten. Weil irgendwer hat mir das als Pflicht gegeben. Verstehen Sie, das ist der Ruf des Helden. So. Das sind immer so einzelne Sätze. Dass mir einer Kaffee gibt oder dass mir einer sagt, wer der Nobelpreisträger. Oder, verstehen Sie, das, man muss es nur hören. Und möglich finden irgendwie. So, ja, ich bin dann bei IBM Manager geworden irgendwie, musste neue Geschäftsfelder aufbauen, dann haben sie mich zum Management Assessment geschickt. Und dann sagen alle so, ich möchte die Diskussion eröffnen, da weiß ich, der hat den Punkt, wo kriege ich nicht. Und ich schreibe schon mal 10 Punkte aufs Flipchart, das gibt auch Punkte. Und ich habe mich vorher erkundigt, wofür man Punkte im Assessment Sinne kriegen. Ich habe immer nur, ich habe mich auf den Film geguckt, ich habe mich fast umgebracht, also es war so furchtbar, ich auf den Film, ich gucke immer nur, was machen die da also, im Meeting, immer hin und her. Und dann habe ich gesagt, kleine Gunther, darf ich auch mal was sagen? Und dann sagen sie, ja gut, auch, ist ja eine Prüfung, dann ist ja nicht unfair. Und dann habe ich gesagt, das und das und das und das. Und dann schütteln sie alle so, Spielverderber, na gut. Und dann sage ich, ja, dann können wir das beschließen. Ja, und dann, das Urteil war dann nach 2 Tagen, sie sind so komisch, sie sagen überhaupt nichts. Und dann sagt man mir was über meine Persönlichkeit, sie glauben irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die Gabe, vernünftige Vorschläge zu machen, ohne rumzuschwallen, mit dem ganzen Meeting. Schwallen kann ich jetzt auch, aber verstehen Sie, und das muss einem auch mal gesagt werden als Feedback. Den meisten Leuten geht es nach so einem Assessment Center richtig schlecht, weil ihnen das so gesagt wird. Und dann kam raus, dass ich sowas wie, ja, ich habe mal so Psychotests gemacht, weil ich bin Introvert, Thinking, ganz scheduled, kann 100 Jahre auf das Ziel losgehen. Ja? Und das steht in meinem Psycho-Dings Mastermind. Dann habe ich gesagt, das ist schön. Und dann steht dann so auf nächste Seite im Psychotest, warm anziehen, hinsetzen, ganz ruhig den nächsten Satz lesen, du armes Schwein. Keiner versteht dich, weil du so seltener Typ bist. Keiner versteht dich. Du siehst es immer gleich, was im Meeting und so weiter. Und dann steht das da, Sicherheitsbelehrung und so. Und du musst dein ganzes Leben darauf verwenden, verständlicher zu werden. Das habe ich dann auch versucht. Ja, sowas. Ich habe mal einen Verleger getroffen in Berlin. Er hat gesagt, wenn ich nichts zu tun hätte, einfach was würde ich mir wünschen? Dann sage ich, ich möchte den Vampirroman zu Ende schreiben, der da mit dem 17. Lebensjahr ist. Dann hat er gesagt, den drucke ich. Handschlag. Den habe ich dann in 3 Monaten geschrieben. Das ist toll. Verstehen Sie, Sie müssen es nur hören. Also praktisch, da sagt jemand, mach das. Und dann hört man das und los. Das ist jetzt ein Fiasko. Das ist so ein schöner Roman gewesen. Hat nur 5 Sterne Kritiken bei Amazon und dann haben sie das so einer Mädchengruppe gegeben, als umsonst E-Book. Und dann bei der Produktion sind lauter Fehler beim E-Book passiert. Da sind ein Optical Character Reader den falschen Font angezogen und dann kriege ich lauter wegen Rechtschrei. Ist das jetzt gedammt und jetzt habe ich keine Lust, die Fortsetzung zu schreiben. Das war so viel. Sie können die Rezension mal gucken. Also das ist total schön. Ich war dann Chief Technologist bei IBM, also so Chief Techie, und dann sagen, wisst immer alles besser. Warum geschieht aber nichts? Dann sage ich, pass auf, meine Quote ist genauso schlecht wie die von der CDU auch. Oder von Management oder sowas. Und die Wissenschaftler werden immer gesagt, ihr macht aber nichts. Und da, ich gebe Ihnen, das ist eine Theorie. Wissen Sie, was ein Alpha-Tier ist? Diese
Also das Alpha-Tier ist mal vorne und kämpft und ist schon ganz blutig. Und das Beta-Tier, das ist so eine Art Mathe-Prof, der steht dahinter, der kleine Gunther, und der sieht, du machst eine ganz falsche Strategie. Du musst gar nicht bluten, du könntest das irgendwie einfacher haben. Das Problem ist, dass das Beta-Tier, das ist der Vorstandsvorsitzende, der kämpft weiter, der dreht sich nicht um und sagt, kannst du mal kurz sagen, ob ich richtig kämpfe? Das macht ein Vorstandsvorsitzender nicht. Das sind Beta-Tiere, völlig wirkungslos, aber sie wissen Bescheid. Dann gibt es noch Gamma-Tiere, das ist das normale Volk, und dann gibt es Omega-Tiere, das ist sowas Arschloch. Also ein Omega-Tier hat fundamental Opposition, sitzt da grimmig da, so wie ein alter Mann, und sagt, wenn ich wüsste, würde ich den Laden vollkommen umräumen. Und dann sagt der Abteilungsleiter, Klappe. Und dann sagt er, ich will das auch nicht mit dir ausdiskutieren, das muss ich nur mit dem Gott oben diskutieren, weil diese fundamentale Änderung, du als dappischer Abteilungsleiter natürlich nicht und so weiter. Und dann wird der Mensch langsam isoliert und dann totgestellt und auch nicht mehr eingeladen und wird so abgekapselt, ja, als Omega-Tier. Und was ich verstanden habe, das kann ich Ihnen mitgeben, wenn man ein Beta-Tier ist, so wie ich, dann muss man ein bisschen 10% Omega werden. Also so auf Fundamentalopposition. Und da hat mir ein Manager einen Gefallen getan, ich habe dann mal so geübt, so Aggression, negatives Karma zu machen, so ein bisschen. Und dann hat ein Mitarbeiter das gepetzt und da hat der General Manager, mein ganz oberster Chef, hat gesagt, you know, this is my wild duck. Das heißt Querdenker auf Amerikanisch. Und dann haben sie alle, die wussten es nicht, die sind zu mir gekommen, du hast der Wild Duck zu dir gesagt. Das ist jetzt mein Twitter, so heiße ich jetzt bei Twitter und überall, also ja, Wild Duck. Und da habe ich gedacht, das ist die perfekte Mischung zwischen Beta-Tier und 10% Omega. Das braucht man genau. Und dann habe ich überall gesagt, ich bin Querdenker. Verstehen Sie? Ich kann nicht sagen, ich bin Vordenker für die Company. Das ist arrogant. Und wenn ich sage, ich bin Nachdenker für die Company, sagen Sie, du arbeitest nicht. Ja, so. Und Querdenker ist gerade perfekt. Verstehen Sie? So. Ja, ich muss langsam zum Schluss kommen. 18 Minuten rum. Ich glaube, ich komme wieder auf 21, fürchte ich. Ich habe einen ganz wichtigen Lehrgang gemacht, also für so Leute, die kein negatives Karma verbreiten können. Die haben mir einen Lehrgang gemacht über gewalttätige Leute, vor denen ich Angst habe, bin ich immer ausgekniffen, vor diesen Alpha-Tieren. Und die haben mir beigebracht, was man sagen muss, wenn man ein Alpha-Tier gegenüber tritt. Das war ein ganz wichtiger Lehrgang, war nur eine Stunde, kann ich jetzt auch in einer Minute sagen. Wenn ein Alpha-Tier irgendwie sagt, arbeite das! Am Wochenende will ich das sehen! Irgendwas. Dann gibt es ein Zauberwort dagegen. Und das müssen die noch lernen. Das heißt, ui, 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 ui. Das hilft total. Oder Sie können auch sagen, gut gebrüllt, Löwe. Also wenn Sie wissen, das nimmt die Aggression so völlig raus. Also, und ich will, dass ihr die besten Mitarbeiter aller Zeiten seid. Ihr sollt das Star-Team Performance nächstes Quartal ist alles. Und sie reden und dann müssen sie, dann ist die Stille, wo die gerade bevor sie klatschen, dann müssen sie sagen, ui, ui, ui. Das hilft. Also, und dann gibt es, dann sagt das Alpha-Tier, was fällt dir ein? Und dann geht das, also meistens, aber das Alpha-Tier, die Kunst ist, dass das Alpha-Tier jetzt nicht sofort zurückschießt, sondern bei uiuiui ui, ui, lächelt es erst. Also das Alpha-Tier macht dann so kleiner Gunther, hat jetzt auch mal was gesagt. Und dann ist die Aggression raus und dann lassen sie mit sich eine halbe Minute diskutieren. Und dann müssen sie aber schnell rüberbringen. Und sie haben gesagt, guck mal, du musst Alpha-Tiere verstehen, das sind so Menschen, die brauchen 20 Minuten volle Betriebstemperatur als Löwe am Tag. Müssen sie richtig schreien, so brüllen. Und das ist nicht böse gemeint, die sind gar nicht Aggressionen, die sind nur Löwen und müssen 20 Minuten am Tag schreien. Und wenn du das nicht aushalten kannst, wenn die das nicht haben, wenn die gar nicht geschrien haben am ganzen Tag, dann suchen sie sich ein Opfer und das bist du dann. Und mach es am besten so, wenn du morgens Zeit hast, komm einfach um 7:30 zur Arbeit, da ist das Alpha-Tier schon da, geh rein und sag, meine Gehaltserhöhung ist nicht in Ordnung. Und dann rauscht es auf, schreit mich 20 Minuten an und dann sage ich so, für diese Woche bin ich nicht mehr dran.
habe ich so einen Lehrgang für Alpha-Tiere gemacht. Ja, ich muss jetzt irgendwie aufhören. Oh. Ich habe gelesen, also Helden. Also Helden gehen furchtlos durch Schwierigkeiten. Das ist bei mir immer noch nicht so. Ich habe immer noch Scheiß Angst. Aber der Satz gilt für mich. Held geht jetzt entschlossen und beherzt durch Schwierigkeiten. Aber die Angst ist immer noch da. Und wie gesagt, so auf der Republika und so versuche ich den Leuten beizubringen, dass sie es vielleicht ohne negatives Karma probieren. Ja, die Piraten versuchen das ja nur mit. Also ich versuche es mal. Also jetzt beginnt dann die Zeit des Zurückgebens. Ich bin jetzt wieder da, also als pensioniert, und versuche, das, die Welt ein bisschen besser zu machen. Dankeschön. Applaus